So, wenn du auf unserer Übungskarte eine UTM-Koordinate finden willst, wie zum Beispiel hier in dem Beispiel die LF886987, musst du dir die Karte erstmal genauer anschauen. Die ist unterteilt in vier verschiedene Buchstabenabschnitte. Links oben ist LG, rechts oben NG, auf der linken Seite weiter unten LF, rechts ist MF und hier am Schnittpunkt treffen sich alle vier und wechseln die Buchstaben. Das heißt, wenn wir, wie jetzt in unserem Beispiel, ein LF vorne dran haben, müssen wir uns in den unteren Teil dieser Karte bewegen. Damit es einfacher zu erkennen ist, vergrößere ich das Ganze jetzt ein kleines bisschen raus. So, das sieht man noch nicht ganz so, aber wir arbeiten dran. Was müssen wir jetzt machen, um auf die passende Karte zu kommen? Wir schauen als erstes mal diese erste Zahl hier an, nämlich die 88. Dazu gehe ich hier unten auf dem Feld an den Zahlen entlang, bis ich bei der 88 bin und weiß jetzt, rechts von der 88 muss ich suchen. Damit es leichter für mich wird, füge ich mir jetzt hier mal einen Strich ein, der mich darauf hinweist, rechts von diesem Strich soll es sein. Das Zweite, was ich brauche, sind die nächsten oder die letzten drei Zahlen und zwar markieren die mir das Feld 98. 98 ist die Zahl, die nach oben gebraucht wird. Da bin ich also hier bei der 98 und auch hier mache ich mir wieder eine blaue Linie hin. Jetzt weiß ich, ich muss oberhalb dieser Linie arbeiten. Genau genommen bin ich jetzt in diesem kleinen Quadrat hier drin. Wo genau ich in dem Quadrat bin, das verrät mir mein Planzeiger, den ich jetzt mal hier mit reinhole. Das ist der, den du als kleinen Schnipsel auf Folie hast. Diesen Planzeiger lege ich als erstes mal so an, dass die linke untere Ecke von meinem Kästchen, was ich suche, genau mit der Ecke vom Planzeiger übereinstimmt. Das heißt, hier an dem Schnittpunkt der zwei blauen Linien lege ich den Planzeiger hin. Und jetzt brauche ich die dritte Zahl hier aus der ersten Dreierkombination. Das ist die 6. Was mache ich? Ich verschiebe meinen Planzeiger so weit nach rechts, dass jetzt die Zahl 6 möglichst genau mit dem Schnittpunkt hier übereinstimmt. Also mit genau diesem Punkt, da sollte die 6 sein. Die letzte Zahl, die ich brauche, ist auch die letzte Zahl in meiner Zahlen- und Buchstabenkombination. Das ist die 7. Die gehe ich jetzt am Planzeiger hier nach oben bis zur 7. Und genau da, wo hier vorne die 7 rauskommt, da kann ich hoffentlich was erkennen. Und weil man es hier nicht gut erkennen kann, vergrößere ich das wieder ein kleines bisschen. Also, hier ist die 7 von meinem Planzeiger, unten liegt der Planzeiger auf der 6 und hier, wo die 7 ist, sehe ich einen kleinen Kringel mit einem Kreuz drauf und das ist auf Karten normalerweise eine Kirche. Das heißt, an diesen Koordinaten LF 886987 findet sich die Kirche von Geldersheim.